Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin hat am 7. Juni wieder zum Jahresempfang in das Ludwig-Bölko-Haus eingeladen. Die zentralen Themen waren in diesem Jahr Verkehr und Logistik. Dabei handelt es sich laut Präsident Matthias Bilke um einen zentralen Wirtschaftszweig, der für die Versorgung von Unternehmen und Verbrauchern mit Gütern unverzichtbar ist. Eine der wichtigsten, die wir sehen, weil wir sonst schon morgens, bevor wir das Haus verlassen, kein Frühstück vielleicht auf dem Tisch hätten. Und wir sind der festen Überzeugung, wir brauchen mehr Wertschätzung für diese Branche. Da haben wir auch in der Vergangenheit als Industrie- und Handelskammer uns auch immer wieder zu artikuliert. Aber wir finden es, dass es heute auch wieder einmal Zeit ist, das hier zu thematisieren und wollen schauen, was wir für die Branche auch in der Zukunft tun können und was Politik auch nötigst verändern muss. Matthias Bilke begrüßte zu Beginn der Veranstaltung die Gäste und betonte die Wichtigkeit der Branche für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss hielt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein Grußwort. Sie betonte, dass Mecklenburg-Vorpommern in der Logistik eine Schlüsselrolle im Ostseeraum auf europäischer Ebene hat. Die Verbindung mit nationalen und internationalen Märkten rund um die Ostsee ist ein Standortfaktor für viele Branchen, aber vor allem auch für die Logistikbranche. Mecklenburg-Vorpommern ist das Drehkreuz in der europäischen Logistik mit hoher Fachkompetenz, gerade wenn es um den Ostseeraum geht. Mehr als 1.500 Unternehmen arbeiten hier im Logistik- und Transportwesen. Im Anschluss gab es zwei Impulsvorträge. Gitta Konnemann ist Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Mittelstands- und Werteunion. Ihr Vortrag stand unter dem Titel »Wie können wir den Verkehrskollaps verhindern?« Sie übergab das Wort später an Jens Pawlowski vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Sein Thema: die aktuelle Lage in der Verkehrsbranche. Seine Warnung: es muss ein schleichendes Sterben des Mittelstandes verhindert werden. Wichtig wäre vor allem, dass man die CO2-Maut, die im Dezember eingeführt wurde, auch wieder reinvestiert in klimafreundliche alternative Antriebe. Das geschieht gerade nicht. Das ist etwas, was man sehr, sehr schnell machen kann, dass man zum Beispiel für die Anschaffung von E-Lkw oder zum Beispiel für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen für die Lkw, zum Beispiel für den Netzausbau, das Geld, was aus der CO2-Maut von der Branche genommen wird, wieder reinvestiert. Nach den Impulsvorträgen fand eine Podiumsdiskussion statt. Inhaltlich wurde über die Wertschätzung für die unternehmerische Leistung der Branche und über wesentliche Infrastrukturprojekte debattiert. Der IHK-Jahresempfang bietet eine wertvolle Plattform für Branchenexperten, Unternehmer und politische Entscheidungsträger, um aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven zu diskutieren.